Sweet Massalone, süße Mama Salone, nennen sie in Sierra Leone liebevoll ihre Heimat. Das Land ist nach 10 Jahren Bürgerkrieg und 10 Jahren Ringen um Frieden ein Land der Hoffnung geworden, auch für Mütter und Neugeborene. Lange Zeit kämpfte Sierra Leone mit der höchsten Mütter- und Kindersterblichkeit weltweit. Solange die medizinische Versorgung für Schwangere Geld kostete, brachten Frauen ihre Kinder lieber alleine in ihren Dörfern zur Welt. Viele von ihnen starben. Ein Grund, warum sich Menschen wie Nene Kamara seit 5 Jahren gemeinsam mit CARE dafür einsetzen, die hohe Müttersterblichkeit zu beenden. Because I lost my own mother. How old were you when she? I was about 3 years old. I don't know her. Yeah. So when I come big, grow up, attend my school, I asked my grandmother, what is the cause of the death of my mother? Mm-hmm. She explained to me. So that gave me to do the work, to train as a nurse. So I'm ready to sacrifice myself for that. Yeah. And I don't want to hear a person to be died because of anything like shot. Yeah. So you see, that's why I love my job. CARE gründete Geburtshäuser und richtete sie neben staatlichen Gesundheitsposten ein. Einmal die Woche finden hier kostenlose Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere statt. Frauen aus dem gesamten Umkreis können hier sicher und begleitet entbinden. Für Notfälle hat jedes Geburtshaus ein Funkgerät. Viele Kilometer weiter dort, wo es keine Straßen mehr gibt, liegt das kleine Dorf Kamaninki. Der nächste Gesundheitsposten, die nächste Hebamme sind 3 Stunden Fußmarsch entfernt. Deshalb hat CARE im Dorf traditionelle Geburtshelferinnen geschult und ein freiwilliges Nothilfeteam gegründet, die Hängematten-Sanitäter. Zu 6 halten sie sich bereit, um Kranke und Schwangere in Notfällen die steilen Hänge hinab bis zur nächsten Klinik zu transportieren. Simon Sarai ist einer von ihnen. Das Schlimmste für ihn war, als er seine eigene Frau Satta transportieren musste. Okay. 20 Geburtshäuser, Rettungs- und Nothilfeteams hat CARE bisher im Norden von Sierra Leone gegründet. CARE schult Hebammen und traditionelle Geburtshelferinnen. CARE gründet Schwangerengruppen, die zu Themen wie Ernährung, Hygiene und Stillen aufklären. Und kleine Müttersparkgruppen, die sich gegenseitig in Notfällen Transport und medizinische Hilfe finanzieren. Seit 2 Jahren gab es in den so betreuten Dörfern unter Schwangeren und Entbindenden keine Todesfälle mehr. Wenn Dorfgemeinschaften in Sierra Leone es auf diese Weise geschafft haben, Müttersterblichkeit zu beenden, ist dies auch weltweit möglich. Die Lösungen sind nicht teuer, die Erfolge jedoch sind unbezahlbar. Helfen Sie mit!